Hallo! Illo sagte gerade, sag nicht wieder guten Morgen. Ich habe in den letzten Videos guten Morgen gesagt. Das war aber, weil wir halt dann früh unterwegs waren. Also einen schönen guten Tag hier bei Illo und Mops. Das Wetter ist prima, bombastisch. Geil. Ja. Wir sind fast da, wo sind wir? Ich habe gerade schon mit Michael telefoniert, wir kommen zu spät. Wir sind hier in Köln, Leute. Ja, unser Besichtigungstermin, der war heute, die Leute wollten einfach nicht gehen. Ja, ja? Die haben die Bude nicht verlassen. Und wollten die auch nicht rausschmeißen. Nein, ja, es war jetzt auch sehr angenehm. Die sind dann nochmal mit hochgekommen, die hatten getan, ein kleines Kind und dann dachten wir, die gehen jetzt. Und dann standen die da und wir so, Wir sind gesprächsbedürftig. Wir haben gesagt, was wir noch sagen sollen. Wir glauben, wir haben alles gesagt. Die standen da und wollten sie jetzt auch nicht sagen. So, dann gehen sie jetzt bitte. Ne? Dann war es so gewesen, dass dann sagten sie, ach, wir gehen hier nochmal durch. Dann sind sie alleine nochmal durchgegangen. Dann hat man so einen Florene und standen sie wieder in der Küche vor uns. Aber die haben dann schon, dann machen wir unser Kinderzimmer, machen wir schon zum Schlafzimmer. Ja, die haben schon wie sollen wir dann das Bett hinstellen? Das sind immer gute Zeichen. Ne? Und dann habe ich ihnen erklärt, ja, man könnte den Schrank da hinten an die Wand und dann da vorne das Bett. Dann bin ich das mit Aber mit auf jeden Füßen Fall, abgegangen. Irgendwann, ich gucke noch vor und denke so, oh ja, wir sollten eigentlich gleich schon los. Ne? Ja. Ja, das war alles so ein bisschen, ja. Und dann dachte man, vielleicht sagen die jetzt, ja, wir nehmen das aber. Und die sagten, ja, also wir melden uns dann. Ne? Und dann standen sie aber immer noch und immer noch. Ich hatte schon das Gefühl, wollen die vor Höflichkeit jetzt nicht, dass uns jetzt hier die Ja, und wir saßen und die standen die ganze Zeit. Wir so, komm, oder trauen die euch nicht irgendwie, uns ein Angebot zu machen jetzt? Ich habe keinen Plan. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei denen, dass zumindest eine Rückmeldung bei denen kommt und dass die uns vielleicht auch ein Angebot machen werden. Man muss jetzt warten, ne? Aber wir haben noch am Montag oder sowas waren zwei Jüngere da mit ihrer Mama. Genau. So, die haben ein Angebot abgegeben. Und die haben jetzt gerade, die hat mir nämlich gesagt, am Freitag gucken wir uns noch eine Wohnung an und hatten uns halt erstmal ein Angebot abgegeben. Ja, und ich hatte denen so gesagt, ja, so und so viel müsste da noch mehr, dass es realistisch ist. Und wir gönnen den jungen Leuten das auch. Damals hatten wir uns ja auch die Chance gegeben, uns das zu erwerben. Und ja, die haben die wohnen noch gestehen. Nicht zusammen und kaufen sich direkt eine Eigentumswohnung. Ja, aber warum nicht? Ja, warum nicht? Genau. Warum nicht? So, kann ja sein. Ja, und die haben auf jeden Fall jetzt geschrieben, boah, wir finden die Wohnung so toll und haben jetzt nochmal den Preis erhöht. Ja, haben jetzt nochmal den Preis erhöht, weil sie es wirklich gerne haben wollen. Aber wie gesagt, ich habe bei denen heute auch ein gutes Gefühl irgendwie. Und wir sind jetzt bei denen hatte ich auch ein gutes Gefühl halt, die da am Montag da waren, die uns dann nochmal das Angebot gemacht haben. Wir müssen warten und wir kriegen sie auf jeden Fall los. Davon bin ich sowas von sicher. Ich sage, wir müssen die Füße stillhalten. Wir wissen, wir haben eine tolle Wohnung und sie liegt gut, wir haben einen riesen Balkon etc. pp. Ihr kennt das ja alles. Genau. Aber jetzt sind wir hier. Jo, Online Peach GmbH in Köln. Ja. Genau, hier sind wir und guck mal nach links. Was steht denn da? Das ist unser. Was steht denn da für uns bereit? Cool, komm, also wir fahren mal rein. Sieht ja schon mal richtig cool aus. Oh, nice, ey, guck mal, schön. Bin ich ja mal auf den Michael gespannt, ne? Ja, der Michael, der kommt gleich. Ah, schick, auch schöne Autos. Schönes Teil. Na komm, Mops, wir gehen direkt mal gucken, oder? Lass mal gucken, ob er offen ist. Ja, der ist bestimmt offen, oder? Tada! Alter Schwede. Der sieht sehr sauber aus. Der ist blitzblank geputzt, ne? Und der riecht auch sogar. Riecht der gut, oder? Ja. Aber wir haben kein Spannbettlaken. Und es ist keins drauf. Nee, ist echt? Nee. Shit, ey, wir haben es verpeilt, ey. Mops, was machst du denn jetzt ohne Spannbettlaken? Musst du gleich noch eins kaufen, oder was? Ja, müssen wir gleich eins kaufen. Und dann per Handwäsche ins Bett? Aber ja, das Ding ist, ich wasche mal alles gerne durch. Und wir hatten sogar noch ein neues Spannbettlaken im Auto. Das habe ich die Tage jetzt mitgenommen, gewaschen. Aber vergessen, Illo hat das Bettzeug mitgenommen, aber kein Spannbettlaken. Also, wer ist dann schuld? Illo. Ja, das geht auf mich, okay. Genau. Gucken, ob der Kühlschrank gefüllt ist. Warum sollte der gefüllt sein? Also hör mal, Michael, also der Kühlschrank hätte ja mal voll sein können. Ach, ne? Ey, du bist ja krass, Mops. Nein, Spaß. Ach cool, guck mal, das spiegelt. Hier ist ein Spiegel quasi, das ist auch ein mega Spiegel, cool. Schön. Ja. Schön. Aber der ist echt so, der ist echt schick, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie es hier drin sein wird, zu leben. Jetzt müssen wir mal den Michael suchen, ne? Komm, wir gehen mal den Michael suchen. Ja, also mein Name ist Michael Limbach und ich bin der Geschäftsführer von der Firma Auto Online Peach. Wir sind ein EU-Fahrzeughändler. Das ist unser Kerngeschäft. Also wir verkaufen normalerweise EU-Neuwagen. Ja, knapp 2-3 Jahren haben wir jetzt halt eben auch eine Wohnmobilvermietung dazu.
genommen, weil einfach halt eben Camping momentan allgemein natürlich boomt. Und welche Marken hast du alles als Fahrzeuge für also Camping, jetzt, falls da Leute Interesse haben? Für, also Campingfahrzeuge meinst du? Campingfahrzeuge haben wir momentan rein Carrado und haben noch einen VW Grand California. Halt okay, eben sagt Kastenwagen. Mir nichts, aber euch vielleicht? Ja, das ist halt eben auch so, ja, eine relativ große Variante im Grunde genommen von diesem kleinen VW Bulli normalerweise, okay. Diesen ursprünglichen, den man so kennt. Ne? Und okay. Da gibt es jetzt halt eben den Gran California und der ist halt eben ja, ein schöner Kastenwagen. Halt ach so, eben. Ein schöner, ja, da finden wir auch schön. Ja. Aber ja, es geht nicht. Wir versuchen es immer wieder, ob wir uns damit anfreunden können. Aber nee. Kenne ich selber auch. Wie gesagt, ja. Wir hatten das halt auch schon probiert. Ist natürlich mega schön, so ein Kastenwagen. Ja, ist cool, ne? Vom weil Feeling du natürlich her auch, glaub genau ich. Halt eben auch total flexibel bist. Aber von der Größe her, gerade wenn du jetzt so mit Familie unterwegs bist und Kind noch dabei hast, wird es natürlich schon vom Platz her teilweise extrem eng. Du würdest da reinpassen. Ja, klar. Ne? Auf ja, jeden klar. Fall. Pony wird auch reinpassen. Pony kriegst du auch noch rein, das ist ja prima. Aber es war komisch, jetzt so ein Fahrzeug zu mieten. Ne? Wir haben ja damals direkt ja. einen Wohnwagen gekauft. Wir sind einfach ins kalte Wasser. Ne? Und jetzt mal so mieten und dann zeigt uns das einer alles so schön. Ja. Cool. Ja. Michael, wie alt ist der jetzt genau hier? Du hast uns jetzt natürlich das Beste vom Besten hier gegeben. Genau, ne? Genau. Klar? Wir haben natürlich hier keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Sondern, nein, also wie gesagt, das Fahrzeug ist jetzt von Anfang des Jahres, ist der erst zugelassen worden. Wow. Also das heißt, der ist jetzt irgendwo im März, meine ich, halt eben ist er zugelassen. Ja, ja. Was ich auch schön finde hier mit dem Grauen. Nicht so bunt wie bei dem einen. Ja, ja. Und, was wiegt der eigentlich im fahrpflegenden Zustand? Weißt ja. du das? Ja, also der jetzt, so wie er jetzt hier ist, okay. hat dann irgendwo um die 3150 Kilo. Schon eine Menge dann, ne? Genau, 350 dürfen wir mitnehmen. Genau, also 350 Kilo irgendwo bleiben jetzt halt eben noch übrig, ja. die halt eben dann geladen werden können. Und deswegen, wenn wir jetzt den Wassertank natürlich ganz voll machen, wird das halt eben wieder noch geringer. Ja. Deswegen machen wir es halt eben so, damit man für die Fahrt jetzt, wenn ihr irgendwo zwischenstoppt oder so, halt eben je nachdem, wenn man sich mal die Hände waschen kann oder die Toilette benutzen kann und so, ne? Das funktioniert, aber wenn man dann irgendwo am Campingplatz oder fest angekommen gekommen ist und ein, zwei Tage dann halt eben da bleibt, dann sollte man immer genau, noch mal genau. dann halt eben dann gerade befüllen. Ja. Wir sind unterwegs. Hör mal, dieses Bild werdet ihr in Zukunft oder ja, wenn wir los sind, öfters sehen. Dieses Platzwunder hier vorne, ne? Wir sind Wahnsinn. Im Auto, ne? Ja, im Auto habe ich gar nicht so viel Platz. Ich sag gerade, ich habe das Gefühl, ich sitze so weit hinten, weil ich so viel Beinfreiheit habe. Da bin ich gar nicht gewohnt. Wo ist denn der Kleine eigentlich? Und hier, guck mal, hier so Armstützen. Ich bin dir. Und guck mal, der Mian. Der kann da sitzen und malen. Ist das nicht geil, Leute? Das ist das, was ich meine halt. Ne? Das haben wir im Wohnwagen nicht und das ist halt das, was ich ihm ermöglichen will. Dass, wenn wir reisen, er trotzdem schön gucken kann, malen kann und so. Und ich kann ja auch neben ihm sitzen. Also richtig auch cool. Auch da, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall vom Feeling her schon mal richtig cool. Jetzt sind wir gerade überlegen, weil wir ja kein Spannbettlaken dabei haben. Kaufen wir uns jetzt ein neues oder fahren wir jetzt nochmal nach Hause? Eine Stunde. Ja, das Ding ist, kaufen wir uns jetzt eins. Wir bräuchten ja ein großes, ein 2x2 Meter. Da zahlst du ja auch gutes Geld für und es ist dann ungewaschen. Und ich mag es nicht ungewaschen. Also ich wasche die Sachen gerne einmal durch. Ja. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich ist es sprittechnisch günstiger, wenn wir einfach nach Hause fahren. Und dann habe ich ein gewaschenes und muss nicht dafür Geld ausgeben. Wisst ihr? Und zumal ich jetzt auch nicht weiß, wo kriegen wir jetzt hier ein Spannbettlaken, ein ordentliches her? Aber das Hauptproblem ist, wir sind in Köln. Ja, genau. Und Köln um diese Uhrzeit A3 voll, A4 voll, Stau. A1 voll, Stau. A61 voll. Stau. Alles ist voll. Stau. Ja. Jo. Jetzt gucken wir das erstmal. Das sind wieder wir, ne? Anemose, haben wir Campingstühle vergessen. Genau. Und jetzt leihen wir uns ein Bomo, mir was vergessen wir. Spannbettlaken. Ey, meine Güte, ey. Leute, ihr könnt hoffentlich durch uns nur draus lernen. Also, wenn ihr euch mal ein Fahrzeug mietet, denkt an die Spannbettlaken. Ja, wir sind es halt gewohnt bei unserem Wohnwagen, da haben wir das halt drin. Ne? Da sind die Spannbettlaken bezogen. Wir nehmen die halt zwischendurch mal raus, waschen die, tun es halt direkt wieder drauf, sodass wir halt sowas nicht vergessen. Ne? Ja, jetzt stehen wir da und müssen schauen. So ist es halt, aber das kennt ihr selber vom Camping. Irgendwas vergisst ihr immer. Genau. Solange wir den Kleinen nicht vergessen, ist alles gut. Und findest du das schön hier, Mia? Ja. Ich ziehe den Bus und Tas und Messi und Kühl der Löwe und Schäf. Hast du deine Toni-Box mit, ne? Ja. Cool. Hallo, wo sind wir hier? Parkplatz, Aldi. Genau.
zum Mittagessen. Wir machen hier eine kleine Rast. Einmal hier ein Stückchen Pizza haben wir uns geholt. Elo hat auch eins. Wir hatten ja gerade schon Kürbissuppe gegessen. Haben ein bisschen was eingekauft, noch ein paar Windeln geholt. Hier was zum Snacken, ein paar Pistazien. Und wir haben ja Energy mit, ne? Na, da. Von daher. Diese Power mit Energy. Genau. So, Elo. Was ist jetzt hier los? Was hab ich hab doch gar nichts gemacht. Ne, wir wollen vom Aldi-Parkplatz jetzt eigentlich los. Also ich starte ihn einfach mal. Aber er hat jetzt hier Probleme. Vielleicht, weil ich nicht angeschnallt bin. Vielleicht schimpft er, weil ich nicht angeschnallt bin. Ja, das ist wirklich zu laut. Aber warum? Was hat er denn? Den Bettgang mal rein. Handbremse, gut. Fahr mal 2-3 Meter, vielleicht hört es dann auf. Rückwärts nicht. Bremsen. Oh, shit. Müssen wir mal ganz kurz gucken jetzt. Ich mach mal alles jetzt aus. Wir schließen mal ab, als wären wir draußen. Kommen wieder rein. Wir kommen gerade eben wieder rein. Hast du die Tür richtig zu? Ja, vielleicht. Tür sollte zu sein. Zündung. So, direkt Michael kontaktieren, würde ich mal sagen. Okay. Alles klar. Danke, tschüss. Ja. So schnell kann es gehen. Also, was war das Problem, Elo? Ja, wir hatten gerade zu Mian gesagt, ja, mach doch mal hier die Treppe rein, weil klar, man macht sie ja raus, wenn man aussteigt. Los, genau. Ne? Ja, dann Mian macht's rein, war noch nicht ganz drin, haben wir gesagt, ja, mach noch weiter ein Stück, rein. Genau. Und ja, du hast gesagt, jetzt optisch ist gut. Aus, ja. Als wäre es drin. Und aufgrund dessen hat er jetzt ein Geräusch gemacht. Weil jetzt ist die Zündung an, ich starte den Motor, alles ist gut. Alles klar, also Leute, wenn es bei euch mal piept, wisst ihr warum? Mach genau. Den Tritt richtig rein, dann hört's auf. Mach den Tritt rein, da gibt's keinen Tritt hinten drauf für uns. Alles klar. Leute, wir sind on the road, wir sind erstes, auf der Autobahn. Erstes Feedback, wir haben Stau in Köln und wir haben Schalter. Ein Schalter. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Erster Gang, zweiter Gang. Elo sagte gerade schon. Zweiter Gang, erster Gang, zweiter Gang, erster Gang, zweiter Gang. Jetzt gerade in den dritten Gang. Okay. Ja. Es wird ein Kompromiss sein. Ja, aber sein. Was ich sagen muss, was cool war vorher, wir waren ja auf dem Aldi-Parkplatz, sind ja dann losgefahren und da kam uns einer mit einem Wohnmobil entgegen und direkt so gegrüßt. Ja, ja. Ich kenne das unter LK, nee, unter Bikern kennt man das ja, ne? Dann, oh, aber so, oder ne? Busfahrer, ne, grüßen sich ja untereinander, weil die kennen sich ja, sind Arbeitskollegen, aber trotzdem so direkt gegrüßt und wir sind zurück gegrüßt. Also ich muss sagen, vom Feeling cool, was ich richtig schön finde, halt, wie gesagt, mit dem Kleinen. Der kann da schön sitzen, malen, der ist glücklich und er was will man mehr. Auch, ne? Er malt und guckt aus dem Fenster gleichzeitig. Ja, und er sagt dann hier vorne, guck mal, Papa, Wohnwagen. Wohnwagen, ja, sagt er, Mama auch Wohnwagen, Mama Wohnwagen. Ich sag, ja. So, Leute, ich muss jetzt mal hier wieder Schluss machen, meinen Arm, ich krieg sonst gleich einen Krampf. Ja, so langsam wird es auch dunkel, ich würde mal einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Wenn es heißt, Elo und Mops und Ja! Jawohl!